Guten Morgen, meine Lieben. Heute kommt ein neues Video. Ja, ein kleines Stall-Update. Also als allererstes mal, warum nicht so viele Videos kommen. Wie ihr seht oder wie ihr ja wisst, es ist Winter. Und im Winter machen wir halt sehr wenig. Im Moment reite ich gar nicht. Ich mache auch fast gar nichts mit den Ponys. Wir kommen nur raus, füttern, misten und die nötigsten Sachen machen, weil uns einfach zu nass, zu kalt, wir haben keine Reithalle und da macht es halt dann doch keinen Spaß. Und den Pferden macht es nichts aus, dass die mal eine Pause haben. Ja, daher, hier steht Sammy direkt neben mir und gehen sich einen ab. Und daher weiß ich halt nicht groß, was ich drehen soll. Wie man sieht, ich habe zwar eine Mütze selbst gemacht, aber ich glaube, davon gibt es tausende Videos und da jetzt auch noch mal eins zu machen, wäre, glaube ich, warum schubst du mich? Müde. Hat du Party gemacht heute Nacht? Wäre es, glaube ich, ja, von Beanie-Mützen nähen und Loops nähen gibt es so viele Videos und ich glaube, da brauche ich nicht nochmal speziell eins zu machen, wie man das macht. Und jetzt unsere Errungenschaft, die knapp 1,5 Wochen hier steht. So sieht im Moment unser Weidezelt aus. Ich bin so happy. Ponys nutzen es nicht so wirklich, stellen sich eher davor. Ein Stromaggregat. Tada! Unser Licht. Knapp 3000 Watt liefert. Das heißt, 3 Stecker mit... Tada! Das ist unser gutes Stück hier. 3 Stecker für Normalstrom und 1 Stecker für Starkstrom. Also einmal für 300, sieht aus wie 180, sind aber 380. Und hier 3x 230 Volt. Also das heißt, ja, abends misten. Wir misten seit 2 Tagen nur noch abends. Das ist so cool, das macht so Spaß. Ja, also dementsprechend, ja, Sattelkammer-Video möchte ich euch ja noch machen, aber da habe ich mir vorgenommen, es dann zu machen, wenn wir die Sattelkammer abändern. Das heißt, wir werden den Sattelschrank rausholen und halt mehr Platz schaffen. Sagen wir es mal so, also einfach nur, dass ich mehr Platz in der Sattelkammer habe. Und da dachte ich einfach, ich zeige euch dann Videos, sprich, ich werde dann die Sattelkammer vorher filmen, während des Umbaus und danach. Ja, schlagt doch ihr mal vor, was für Videos ich jetzt so im Winter machen kann, weil wir machen nichts Spezielles, wir misten, füttern und gehen eigentlich wieder heim, machen nicht viel was, dadurch, dass es einfach sehr kalt ist und nass und eklig und ja, also... Ich habe keine Ahnung, was für Videos ich machen kann, deswegen wird halt im Winter doch weniger Videos geben. Ja, ich denke, sobald mal das Wetter einigermaßen besser ist, also so Februar, März, werde ich wieder anfangen mit dem Training, weil ich im Juli mein erstes Turnier gehen möchte. Und dafür müssen wir dann auch wieder trainieren, aber die Winterpause schadet ihr ja nicht. Also es ist ja nicht so, dass sie jetzt da nur in der Box stehen würde. Und das haben wir bis jetzt immer so gemacht und verlief eigentlich immer ganz in Ordnung für sie. Sie hat dann halt immer da weitergemacht, wo wir aufgehört haben. Und die Pause schadet uns beiden ja nicht. So können wir beide mal ein bisschen nachdenken, was wir für nächstes Jahr ändern können oder besser machen können. Vor allem ich. Schreibt mir einfach mal in die Kommentare, was für Videos euch jetzt am meisten interessieren, jetzt gerade über die Winterzeit. Was ich speziell anders mache wie andere. Ich denke eigentlich nichts, aber okay, man kann es ja mal probieren. Man kann ja mal schauen. Und dann werde ich euch natürlich auch den Wünschen entsprechend nachkommen. Das war's mit meinem Video und dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Bis dahin, ciao! Moonlight turns to sunshine.